In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um eine der häufigsten Verletzungen am Knie, den Riss des vorderen Kreuzbandes, kennen vor allem die Sportler. Wie man das behandelt, mit und ohne OP, das erfahren wir jetzt vom Unfallchirurgen Dr. Rainer Kolbe vom MVZ der Hessing Klinik. Also, grüß Sie. Guten Tag, Herr Kluckert. Hallo. Fangen wir mit der Anatomie an. Also dieses Kreuzband, wo sitzt denn das im Knie? Also das Kreuzband ist einer der wesentlichen Stabilisatoren des Kniegelenkes. Es verbindet den Oberschenkel mit dem Unterschenkel. Man muss in dem Fall unterscheiden, es gibt ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. Wir können uns auch gerne schon mal die Bilder, dass ich das eben bildlich erklären kann, darstellen lassen. In das Knie hin, also wo denn genau hinein? Genau, also wir schauen jetzt praktisch, hier unten würde man angedeutet, das sind arthroskopische Bilder, also Bilder bei einer Kniegelenksspiegelung, wo man eben mit einer Kamera in das Gelenk hineinschaut und man sieht hier angedeutet unten den Unterschenkelknochen, hier den Oberschenkelknochen und die eine Verbindung, die praktisch den Unterschenkel mit dem Oberschenkelknochen verbindet, eben das vordere Kreuzband. Das Knie so nach vorne durch, ne? Genau, das setzt also praktisch hier am Oberschenkel seitlich, also lateral an und zieht dann praktisch in die Mitte vom Unterschenkel und befestigt somit den Unterschenkel und bietet eine wesentliche Stabilisation. Also das Knie und also der Unterschenkel, der Oberschenkel, die sind ja nur mit diesen Knochen aufeinander, genau, sozusagen. Genau. Und die Bänder halten das eigentlich in Form? Und die Bänder Form, und auch die Menisken zum Teil dienen eben für die Stabilität. In dem Fall muss man auch noch das hintere Kreuzband beachten. Das würde man hier auch in diesem arthroskopischen Bild angedeutet sehen. Das ist jetzt hier von so einem genannten Synovialschlauch praktisch umzogen. Und was man jetzt hier in diesen Bildern eben nicht sieht, wären die Seitenbänder, das Innen- und Außenband, die auch noch eine wesentliche Stabilität bieten. Und die haben alle eine eigene Funktion. Vorderes Kreuzband ist dafür da, dass der Unterschenkel nicht nach vorne geht oder irgendwie so. Genau. Also auf der einen Seite, dass der Unterschenkel praktisch nicht nach vorne geht. Das ist sozusagen die anteriore Translation, nennen wir das. Aber auf der anderen Seite, auch in Kombination mit dem hinteren Kreuzband, bieten sie eine Drehstabilität. Mhm. Genau. Vielleicht nochmal hier in dieser Abbildung sieht man nochmal dargestellt, auch wie eben hier in den äußeren Kniegelenksbereich, also hier dargestellt wäre der Außenmeniskus, hier wieder der Oberschenkelknochen und dann eben das vordere Kreuzband, das eben da nach oben zieht und eine gute Verbindung darstellt. Sollen wir, glaube ich, noch ein Foto, wo man es noch mal sehen genau, kann? Genau, wir können es noch mal in den weiteren Abbildungen sehen wir es auch noch mal. Da kann man das jetzt sehr gut mit den Knochen auch sehen, wo das lang geht. Genau, da kann man super sehen. Das ist hier unten eben dann der Unterschenkelknochen, der Oberschenkelknochen und eben hier das vordere Kreuzband, wie es dann praktisch von der Mitte des Unterschenkelknochens nach außen an Oberschenkelknochen zieht. Was hier in diesen Abbildungen auch noch dargestellt ist, ist das sogenannte AM und PL. Das sind zwei verschiedene Bündel, die auch unterschiedliche Funktionen haben. Also man sieht das so ein bisschen. Hier geht so ein Strang lang und hier geht es dann über Kreuz genau, an anderer Stelle. Genau, und die haben... Nee, nein. Ja, so. Es überkreuzt natürlich schon, weil es eben nach außen in den Oberschenkelknochen geht. Aber im Wesentlichen diese Bündel, durch das, dass sie einen unterschiedlichen Ansatzpunkt auch im Oberschenkelknochen haben, haben auch eine andere oder eine unterschiedliche Funktion und bieten dementsprechend dann diese Kombination eben die Stabilität nach vorne und zusätzlich auch die Drehstabilität. Also um das Band geht es jetzt und das reißt ganz gerne. Beim Sport, habe ich ja vorhin schon gesagt, bei Fußballern zum Beispiel. Genau, oder? Bei Fußballern. Also im Wesentlichen gilt es da zu erwähnen, dass eben diese Stop-and-Go-Sportarten ein großes Risiko für Kreuzbandverletzungen bieten. Natürlich Fußball, auch Handball. Ja. Also Klassiker bei Fußball ist ja mit dem Stollen im Rasen hängen bleiben, genau, in einer genau. starken Vorwärtsbewegung. So ist es. Da kann es zum Beispiel passieren. Es kann auch sein, dass man eben praktisch durch eine, ja oft auch ohne Fremdeinwirkung, eben durch das Hängenbleiben der Stollen im Rasen, sich das Kniegelenk dann verdreht. Es kommt zu einer leichten Verlagerung der Beinachse in sogenannten Valgus, das heißt in ein sogenanntes X-Bein und zusätzlich dann die Drehbewegung und dann kommt es eben zu einer typischen Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Auch nicht, also meistens ohne Fremdeinwirkung, oder? In vielen Fällen ohne Fremdeinwirkung, ja. Aber kann jetzt nicht nur beim Fußball, kann auch beim Handball zum Beispiel passieren. Beim Handball gesagt, auch sehr häufig. Es sind immer diese starken Abbremsbewegungen, ne? Wo das extreme Gewicht nach vorne geht. Wo das Gewicht nach vorne geht, aber in Kombination zumeist, wie gesagt, auch mit diesen Drehbewegungen, dass eben auch eine Drehkraft kommt. Handball ist auch ein sehr großer Risikosport und natürlich auch das Skifahren. Ja, Klassiker. Das auch, genau.
Gibt es jetzt eigentlich Kreuzbänder, die eher reißen, rein genetisch von der Gestaltung? Oder? Nein, im Wesentlichen ist da nichts bekannt eigentlich. Was es schon geht, ist natürlich der Trainingszustand des Patienten. Es ist natürlich so, dass der sehr gut trainierte Patient, der eine sehr gute Muskulatur hat, dementsprechend auch eben die sekundären Stabilisatoren des Kniegelenkes gestärkt sind und dann das Kreuzband, sagen wir mal, schützen kann, ja? Weil eben die Muskelkontraktion auch mithilft, um eine gewisse Kniestabilität zu erbringen. Das ist natürlich auch häufig so, dass wenn eben dann die Patienten eben auch nicht so einen guten muskulären Status haben und dann eben auf den Fußballplatz gehen, dass es dann häufiger vielleicht zu Verletzungen kommen kann. Also Muskeln sind auch Prävention dann, oder? Natürlich, ja. Kommen wir mal zu den Symptomen. Also jetzt stehe ich am Fußballplatz, es tut jetzt weh plötzlich. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was sind so typische Anzeichen für so eine Kreuzbandverletzung? Also ganz typisch ist nach dem Sturz oder beziehungsweise während des Traumas, dass es wirklich, dass man teilweise einen richtigen Knall sogar eigentlich hört, muss man sagen. Also das ist wirklich, und man spürt auch, jetzt ist wirklich was passiert in der Regel. Ja? Und dann kommt es zum Schmerz. Es ist manchmal auch so, dass der Schmerz dann erstmal wieder ein bisschen nachlässt, bis es dann zur Schwellung kommt. Das Kreuzband ist sehr gut durchblutet. Das führt in der Regel zu einer ausgeprägten Schwellung des Kniegelenkes und das verursacht dann natürlich auch wieder Schmerzen. Man kann auch so vom Fußballplatz humpeln eventuell, oder? So stark sind die Schmerzen dann nicht? Kann man durchaus. Also es gibt auch Berichte von Skifahrern zum Beispiel, die sich das Kreuzband auf der Piste reißen und dann durchaus noch natürlich sicherlich unter Schmerzen, aber schon noch die Abfahrt dann beenden können. Mhm. Und danach, wenn dann eben die massive Schwellung kommt, dann auch noch ausgeprägte Schmerzen sich einstellen. Wie lange dauert es bis zur Schwellung? Das ist individuell unterschiedlich, das kann man nicht so. Also halbe genau Stunde sagen. Sowas? Ja, also da sprechen wir jetzt natürlich nicht von einer Woche oder sowas, sondern schon unmittelbar. Vielleicht ganz kurz nochmal zur ersten Hilfe. Wie kann man da was da machen? Ja gut, also im Rahmen der ersten Hilfe gilt es natürlich zu klären, ist der Patient, wenn er sich das Kreuzband reißt, überhaupt noch gehfähig, braucht er Unterstützung, muss er natürlich dann vom Platz getan werden, dann eine Kompression ist auch gut, um eben gerade diese Schwellung zu vermeiden. Diese Pechregel, oder? Genau, zum Beispiel, ja. Hochlegen auch, kühlen ist auch ein wesentlicher Bestandteil, dann wenn man natürlich eine elastokompressive Wicklung hat, eben das Bein dann auch zu wickeln, dass es eben sich nicht so eine massive Schwellung einstellen kann. Ja. Okay, jetzt, wenn man sich verletzt, wie häufig ist denn nur singulär dieses Kreuzband betroffen und wie oft sind noch vielleicht auch andere Bereiche des Knies dann in Mitleidenschaft gezogen? Also man muss sagen, dass eigentlich nur in ganz seltenen Fällen es zu einer isolierten vorderen Kreuzbandverletzung kommt. Zumeist sind andere Strukturen des Knies auch betroffen. Da reden wir in erster Linie von den Menisken, aber zum Beispiel auch von den Seitenbändern, wobei das innere Kollateralband, also das Innenband sozusagen, eigentlich dann eher betroffen ist. Und man muss sagen, in wirklich allermeisten Fällen ist zumindest eine kleine Meniskusverletzung auch dabei. Ja. Also muss man schon mal genauer hinschauen, was alles verletzt ist. Auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch in der Diagnostik dazu. Hinteres Kreuzband glaube ich auch. Ne? Das ist auch, wird oft übersehen, oder? Bei Knieverletzungen? Ja, das hintere Kreuzband sagen wir mal so, von der Verletzungshäufigkeit ist es natürlich deutlich seltener. Das ist einfach auch dadurch bedingt, dass durch die Belastungen, die wir jetzt so im alltäglichen Sport haben, einfach durch diese Mechanismen, die da entstehen, eben das Vorderkreuzband mehr belastet wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den amerikanischen Footballsport geht, da ist natürlich die Hinterkreuzbandverletzung ist natürlich dort auch deutlich ausgeprägter, weil es natürlich massive Belastungen sind, die eben im Sport natürlich haben. Ja. Kommen wir zur Diagnostik. Man kommt zu Ihnen, dann befragen Sie den Patienten ja erstmal, wie ist denn das passiert? Das kommt ja immer, ne? Ja, genau. Wie ist das passiert? Im Rahmen dessen können die meisten Patienten dann schon relativ genau schildern, was genau war, und dann kann man schon so ein bisschen herleiten, in welche Richtung das Ganze geht, und natürlich auch abklären, wann ist es passiert, wie lange ist es her. Das ist natürlich dann auch für die Therapiefindung dann auch ganz essentiell. Und dann gibt es noch diese Inspektion da, wo Sie dann am Knie so ein bisschen testen. Genau. Dann gibt es diesen Lachmann-Test, ne? Wo man dann... Das ist genau, also der Lachmann-Test ist praktisch eigentlich ein sehr spezifischer Test fürs vordere Kreuzband. Ich meine, natürlich ist es so, dass man auch eine gewisse Erfahrung braucht, um den richtig deuten zu können. Aber selber zu Hause tut auch weh wahrscheinlich. In der Akutverletzten, ja, kann er durchaus auch wehtun. Deswegen sollte man natürlich nicht zu massiv ihn forcieren. Aber zumindest in diesem Test, wenn man dort eine Instabilität verspürt, ist es schon sehr hochgradig verdächtig dann auf eine Vorderkreuzbandverletzung. Dann gibt es noch ein Röntgen sicherheitshalber und vielleicht auch ein MRT. Sie haben uns alles mitgebracht, genau. MRT, wo man mal reingucken kann. Ja, klar.
wie das dann aussieht, wo man dann kaputtes Kreuzband sieht, ne? Genau, also zunächst mal zum Röntgen. Also im Rahmen der Akutverletzung sollte man immer ein Röntgenbild durchführen. Da geht es einfach darum, ob man knöcherne Begleitverletzungen hat. Das Kreuzband an sich sieht man jetzt im Röntgen nicht, sondern dafür eben dann das MRT. Hier haben wir zwei MRT dargestellt. Kniegelenke, die seitlich dargestellt sind. Hier sieht man den Oberschenkelknochen, den Unterschenkelknochen und dann eben hier das vordere Kreuzband und hier angedeutet das hintere Kreuzband. Dieses sieht man als durchgängigen Strang. Mhm. Man sieht, das ist intakt. Das sieht gut aus. Das ist also praktisch in der Hinsicht ein gesundes Kniegelenk. Mhm. Wenn man das jetzt mit dieser Aufnahme vergleicht, sieht man hier die Bandstruktur. Sehr faserig, ne? Sehr faserig und man sieht hier, dass es eben am Oberschenkel nicht mehr inseriert, sagen wir, also dass es dort nicht mehr ansetzt. Und das ist dann eine Verletzung des vorigen Kreuzbandes. Meine ich das nur oder sind die auch so ein bisschen ineinander verschoben, die beiden Knochen? Es kann durchaus sein, dass es eben dann auch zu einer Verschiebung des Knochens kommt, weil eben das Kreuzband dann nicht mehr seine Funktion hat. Genau. Mhm. Okay, dann weiß man, ist gerissen und dann geht es ja um die Therapie. Da geht es ja wahrscheinlich auch um den Patienten selber. Wie fit ist denn der? Macht der noch Sport? Ist der jung? Ist der alt? Ne? Ja. Und bei manchen geht die konservative Therapie dann. Genau, also es ist so, wie Sie schon gesagt haben, dass man eben den Patienten, insbesondere das Aktivitätsniveau des Patienten beachten muss. Mhm. Dann das biologische Alter, da darf man sich natürlich nicht nur danach richten, ob Geburtsjahr, sondern auch wirklich, wie fit ist der Patient, was möchte der Patient noch machen, braucht er für diese Tätigkeiten ein stabiles Kniegelenk. Also man kann auch ohne OP weiterleben. In bestimmten Fällen, also es ist natürlich jetzt keine lebensnotwendige, also das Kreuzband ist natürlich jetzt nicht überlebensnotwendig, aber wenn man eben seinem Aktivitätsniveau wieder nachkommen möchte, dann braucht man natürlich ein stabiles Kniegelenk. Und das gilt es praktisch im Rahmen des Patientengespräches abzuklären, weil, wie sieht das Aktivitätsniveau aus? Mhm. Braucht dieser Patient wirklich ein stabiles Knie oder nicht? Und auch beruflich darf man nicht vergessen. Also zum Beispiel der Zimmerer, der regelmäßig auf Leitern klettert oder auf dem Dach ist, der braucht natürlich auch ein stabiles Kniegelenk. Und das sollte man auch immer bei der Planung mit einbeziehen. Okay, also konservativ wäre dann wahrscheinlich Muskeln stärken, so eine Orthese und erstmal abwarten, dass sich da alles wieder so ein bisschen selbst heilt. Genau. Konservativ ist eben in erster Linie Physiotherapie unterstützt, Muskelaufbau, dass man eben die sekundären Stabilisatoren stärkt. Mhm. Es gibt auch Fälle, wo es zu einer gewissen Heilung des vorderen Kreuzbandes kommt. Wenn wir uns nochmal, ich weiß nicht, ob man das nochmal, das MRT-Bild nochmal aufrufen kann. Genau, also zum Beispiel hier sieht man, dass an sich die Fasern noch ganz gut erhalten sind vom Kreuzband, nur dass eben die Insertion an den Oberschenkelknochen nicht mehr erhalten ist. Und dementsprechend kann es sein, dass es auch mal eine gewisse Selbstheilung eintritt, dass eben das Kreuzband vernarbt. Man hat früher gedacht, das kann nicht passieren, aber es hat sich gezeigt, dass es durchaus möglich ist. Ja. Die Frage ist nur, vernarbt es dann an der richtigen Stelle? Bietet es dann eine Stabilität oder nicht? Aber kommen wir jetzt zur operativen Therapie, die ja dann häufig zum Einsatz kommt, gerade bei Spitzensportlern ja auch ist. Die werden ja mehrfach operiert am vorderen Kreuzband. Sie nähen das, also zusammennähen geht nicht, das ist ja sehr faserig. Mhm. Aber wenn es am Knochen abgerissen ist, dann kann man es wieder verankern, ne? Genau, da gibt es eine Möglichkeit, dass man es eben an Knochen, aber sollte man in der Regel in der Akutphase machen, dass man es am Knochen wieder verankert. Allerdings muss dann die Struktur des Kreuzbands noch gut sein. Mhm. Ansonsten müsste man das Kreuzband dann ersetzen. Ja, also eine Transplantat da einsetzen. Mhm. Und Sie haben uns auch da Bilder mitgebracht, also eine Minute haben wir noch. Also im Wesentlichen zeigt sich hier, dass man eine Sehne nimmt, die eben als Kreuzbandtransplantat dient. Hier setzt man gezielte Knochenbohrungen, die eben in der anatomischen Insertion des Kreuzbands sein müssen. Wir können gerne nochmal die nächsten Bilder zeigen. Durch ein Fadensystem wird dann das Kreuzband in das Knie sozusagen hineingezogen und wird dann mit einem kleinen Plättchen oder biologisch abbaubaren Schrauben befestigt. Also nicht das Transplantat? Das Transplantat wird eingezogen, genau. Hier in dieser Abbildung, vielleicht nochmal das nächste Bild bitte, sieht man dann das eingezogene Kreuzbandtransplantat, also diese Muskelsehne, die dann im weiteren Verlauf eben dann dem Bandersatz und dem Kreuzband als Kreuzbandersatz dient. Und den nehmen Sie dann irgendwo aus dem Körper, aus dem Oberschenkel oder so raus, ne? Es gibt verschiedene Namestellen, zumeist wird es am Unterschenkel genommen und diese Sehne und dann praktisch Richtung Oberschenkel gestrippt. Wie stabil ist das? Wenn es gut einhält. Wenn man zusätzlich noch die Physiotherapie durchführt, ist es vergleichbar mit einem Kreuzband, einem nativen Kreuzband.
und man kann wieder zu seinem Aktivitätsniveau zurückkehren, in der Regel. Wie viel Prozent ist man wieder fit, kann man das sagen, wie so ein Sportler, wie viel? Ja, also in aller Regel circa 80%, sagt man, der Sportler können schon wieder Ausgangsniveaus. Können schon ihr Ausgangsniveau wieder erreichen. Mhm. Ja. Also vor das Kreuzband, man kann einiges tun, auch nicht nur operativ, auch konservativ, man kann helfen. Wie, haben wir gerade erfahren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.